Gott, meine Damen und Herren, da spricht wieder der Herr Bert. Ich hoffe, Sie kennen mich noch. Ich bin der Freund von Herbert Prohaska. Und heute nehmen wir so quasi unter dem Motto, der Gespritzte hat immer Saison, die verschiedenen Spritzsorten durch. Der weiße Spritzer mit grüner Veltlina zuerst, das Soda in das Glas gibt. Man spritzt sie dann ein bisschen auf. Aber das macht nichts, ich habe einen zweiten Pullover mit. Und dann kostet man. Da kann man arbeiten mit so einem Spritzer. Zweite Variante ist der steirische Spritzer. Gebe das Soda natürlich nicht am Tisch. Ein Drittel Wein. Bin ich gleich angesoffen, wenn es so weitergeht. Die dritte Variante ist Burgenland, Zanto, Welschriesling. Alle drei zum Empfehlen. Vielleicht nicht in der Schnelligkeit, so wie ich das jetzt gemacht habe, weil dann ist man vielleicht zu schnell angesoffen. Nachdem ich jetzt eh schon 6 Spritzer getrunken habe, ist aber letztlich schon wurscht. Der Kaiserspritzer. Ich habe die Hände gewaschen, das ist die Voraussetzung dazu. Man gibt ein bisschen ein Eis rein. Ein Drittel von unserem herrlichen Kobelsburger Messwein. Holundersirup dazu, ein bisschen umrühren und dann kosten. Nein? Die zweite italienische Variante ist der Veneziano. Wir machen wieder unsere 2 Drittel. Füllen das dieses Mal aber mit Prosecco auf. Wunderbar. Der Aperol in das Glas. Minzeblätter. Orangenscheibe garnieren. Lieber Mineral an einem schönen Platz als mit einem Ferrari in die Hocken fahren und aber so einen schönen Veneziano zu trinken und zu genießen. Gurkenspritzer, wieder mit 2 Drittel Soda. Und jetzt wäre es dann so beim Gurkenspritzer, dass man von dieser herrlichen Gurke 2 Scheiben dazu gibt. Hier wäre der Gurkensirup, aber das ist mir ein bisschen zu grün. Sie wissen ja, der Herbert Prohaska ist ein Violetter. Deswegen würde ich vorziehen, diesen herrlichen Austria-Spritzer. Im Juni werden wir auf die Meisterschaft anstoßen mit diesem Getränk. Danke für die Mitarbeit und gute Nacht.